Zum sechsten Mal fand der Pendleraktionstag vor dem Schweriner Hauptbahnhof statt. Am Freitag stellten sich dort mehr als 20 Unternehmen vor, um für sich und mehr als 100 Job- und Ausbildungsangebote zu werben. 42.000 Arbeitnehmer aus Nordwest-Mecklenburg, 9.000 alleine aus Schwerin pendeln täglich. Meist nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Vor allem beim Fachkräftemangel im Land viel Potenzial, das hier verloren geht. Wir brauchen einen Teil dieses Potenzials zurück. Wir haben viele Unternehmen, die gerne mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen möchten. Und da ist die Idee, auf die Pendler zuzukommen. Deswegen stehen wir hier mitten auf dem Bahnhofsvorplatz, um die Pendler, die alle heute aus Hamburg und Lübeck und aus anderen Städten zurückzukommen, hier zu empfangen, gute Gespräche mit denen zu führen, denen Informationen, Stellenausschreibungen mitzugeben, in der Hoffnung, dass der ein oder andere Pendler sagt, auf Dauer würde ich doch wieder gerne da arbeiten, wo ich auch wohnen kann und dann vielleicht etwas mehr freie Zeit haben. 40 Arbeitsvermittlungen in der Region sind auf den letzten Pendleraktionstag zurückzuführen. Für das Land und den Veranstalter Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin ist diese ungewöhnliche Jobbörse deshalb ein großer Erfolg.